Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo auf diesem Kanal. Und wie man bereits an der Homepage hier sieht, handelt es sich dabei um Skype. Und zwar hat Skype eine neue Version herausgebracht. Das Ganze ist 3.0 für den App Store. Und mit der neuesten Version ist es nun möglich, Videotelefonate durchzuführen über Skype mit seinem iPhone, iPad oder iPod Touch. Das Ganze ging vorher nicht. Um das Ganze durchzuführen, braucht man ein 3G UMTS oder WLAN-Netz. Das bedeutet, unterwegs kann man auch andere Personen, Computer, Macs oder wie auch immer anrufen. Ganz nützlich, so ähnlich wie FaceTime. Natürlich, die Videoqualität habe ich jetzt nur im WLAN-Netz getestet, 3G noch nicht. Aber ich denke mal, dass sie natürlich im WLAN-Netz wesentlich besser ist von der Verbindung her, aber muss man mal schauen. Dazu, was man noch dazu sagen kann, ist, das Ganze funktioniert nur, wenn man eine iOS-Version von 4.0 hat oder höher. Unter 4.0 funktioniert die neue Skype-Version nicht. Ladet euch einfach mal die neueste Version herunter, testet das Ganze und schreibt mir eure Erfahrungen damit einfach mal in die Kommentare, ob das im 3G-Netz auch so gut von der Qualität her ist oder einfach nicht zu gebrauchen ist. Naja, schreibt es einfach mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.